Hallo, heute möchte ich euch mal eine Spiegelreflexkamera erklären. Und zwar möchte ich versuchen, alles in ein Video reinzupacken. Und deswegen werde ich jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail erklären, sondern mehr oder weniger einen Schnelldurchgang machen. Aber ich wollte halt mal ein Video machen, wo alles auf einmal erklärt wird. Okay, also das ist meine Kamera. Ich habe die hier an so einem flexiblen Gurt. Die Kamera ist an diesem frei beweglich. Sowas in der Art empfehle ich euch auch, wenn ihr zum Beispiel spazieren geht. Ich hatte darüber extra schon mal ein Video gemacht. Und was ihr natürlich auch haben solltet, ist ein Stativ. Darauf ist jetzt allerdings die Kamera zum Aufnehmen befestigt. Ja, ein Stativ, gibt es nicht viel zu sagen. Wenn man Langzeitbelichtungen machen möchte oder zum Beispiel Timelapse, dann ist ein Stativ einfach angebracht. Okay, ja, ich habe jetzt hier eine EOS 1100D. Das ist eine ganz normale Spiegelreflexkamera, an der man auch Objektive halt wechseln kann. Ganz normales EOS-System. Hier ist jetzt das Standardobjektiv drauf, allerdings habe ich hier noch zwei Filter drauf. Die kann man hier vorne aufschrauben. Die gibt es bei eBay und anderen Online-Shops schon für kleines Geld. Da gibt es zum Beispiel den UV-Filter, der ist einfach da, um die Linse vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. Das ist einer der wichtigsten Filter, den ich euch empfehlen kann, gerade wenn ihr jetzt nicht das Standardobjektiv, sondern ein hochwertiges Objektiv verwendet. Okay, ja, also im Prinzip ist so eine Kamera mit einem Automodus ausgestattet. Das ist hier das grüne Viereck. Wenn ich die Kamera einschalte und den Fokus auf Automatik habe, dann kann ich jetzt ein Foto machen. Und die Kamera entscheidet alles automatisch, auch ob der Blitz benötigt wird oder nicht. Damit macht man eigentlich ganz gute Fotos. Canon würde das ja da nicht reinbauen oder zur Verfügung stellen, wenn die Fotos unbrauchbar wären. Aber man kann mit den anderen Modis, die es hier noch gibt, auf jeden Fall mehr aus der Kamera rausholen. Da gibt es zum Beispiel den AV-Modus, das heißt Aperture-Modus. Dafür oder da wählt man die Blende vor. Ich habe jetzt hier eine Blende 8 eingestellt und die Kamera wird dann halt die Belichtungszeit so anpassen, dass mit dieser Blende, die ich voreingestellt habe, ein optimales Bild gemacht wird. Wenn der ISO auf Auto steht, kann die Kamera auch den ISO dann frei anpassen. Als nächstes gibt es den TV-Modus. Dann ist, das ist die Zeitvorwahl, da lege ich die Belichtungszeit fest und die Kamera wählt die passende Blende und wenn der ISO auf Auto ist, auch einen entsprechenden ISO. Bei ISO empfehle ich euch, den möglichst niedrig zu halten, ich sage immer so klein wie möglich, weil der ISO natürlich ein künstliches Rauschen in das Bild hinein projiziert und je höher der ISO, je stärker das Rauschen und irgendwann sind die Bilder halt auch unbrauchbar. Wenn ihr jetzt natürlich unterwegs seid und wollt unbedingt ein Foto machen und es lässt sich halt nicht vermeiden, dass ihr den ISO auf 3000 oder höher stellt, dann muss das eben halt sein, um das Foto aufzunehmen. Natürlich kann man hiermit auch Videos aufnehmen, aber da bin ich nicht unbedingt so ein Freund von. Deswegen möchte ich darauf auch nicht näher eingehen. Ja, Blende, was ist das? Die Blende regelt die Tiefenschärfe, die Blende regelt, wie viel Licht auf den Sensor fällt und wenn man eine zu kleine Blende nimmt, also eine hohe Blendenzahl, dann erzeugt man eine Beugungsunschärfe, das heißt bei Blende 22 oder höher wird das Bild schon wieder unscharf, deshalb nie eine zu kleine Blende wählen. Wenn ihr ein Foto bei starkem Gegenlicht oder bei überhaupt starkem Licht aufnehmen wollt und die Blende 8 zum Beispiel oder 11 nicht ausreicht, dann würde ich an eurer Stelle lieber einen ND-Filter davor setzen. Das ist ein einfacher Graufilter, die gibt es auch schon variabel. Da müsst ihr mal bei eBay ND-Variabel eingeben oder VLT-Filter. Dann kommt eine entsprechende Auflistung von Filtern, die ihr verwenden könnt und an einem variablen ND-Filter könnt ihr die Abdunkelung variabel einstellen, wobei auch hier zu beachten ist, dass ihr die Abdunkelung nicht zu stark machen dürft, weil sonst der Filter Schatten in dem Bild projiziert, die ihr nicht wieder entfernen könnt.
also auch da vorsichtig anwenden. Ein guter Filter ist auch noch ein Polfilter, der filtert nicht metallische Spiegelungen. Wenn ihr zum Beispiel Wasser fotografieren wollt, dann könnt ihr mit Polfilter, wenn das Wasser klar ist, bis auf den Grund fotografieren, und ohne Polfilter würde sich die in der Wasseroberfläche der Himmel und andere Dinge spiegeln. Also ein Polfilter kann das dann entfernen. Auch nicht hundertprozentig, also da gibt es natürlich auch Grenzen, aber der Polfilter kann schon sehr starke Verbesserungen in diesem Bereich herbeiführen. Ja, des Weiteren gibt es noch den ISO, dazu möchte ich noch mal kurz sagen, der ISO verstärkt das Bild, aber er verstärkt es elektronisch und deshalb ist das nicht so gut. Also er kann die Aufnahme aufhellen, aber wie gesagt, den niedrig halten. Blende hatten wir schon, Belichtungszeit gibt es nicht viel zu sagen, das ist halt die Zeit, in der das Licht auf den Sensor fällt. Hierbei ist, kann man vielleicht noch sagen, je größer das Objektiv ist, und also der Durchmesser, und je lichtstärker das ist, desto mehr Licht fällt auf den Sensor und desto kürzer kann man die Belichtungszeit wählen, und umso schärfer werden die Bilder, weil die Gefahr bei Freihandfotografie des Verwackelns halt minimiert wird. Und deshalb würde ich sagen, wenn ihr zum Beispiel auf einer Feier schöne Fotos machen wollt, dann nehmt ein Objektiv 2,8 oder besser. Und wenn es gar nicht anders geht, auch zum Beispiel noch ein Blitzlicht, wobei halt beim Blitz auch wieder zu beachten ist, dass man den nicht zu stark einstellen sollte, weil auch wiederum Reflexionen und Überbelichtung dabei herauskommen kann. Generell, wenn ihr irgendwo hingeht und Fotos machen wollt, dann solltet ihr schon, zum Beispiel wenn ihr jetzt zum Fußball geht und wollt am Spielfeldrand Bilder machen, geht schon ein bisschen eher dahin, macht ein paar Probeaufnahmen, damit ihr dann, wenn das Spiel losgeht und die spannenden Szenen kommen, vorbereitet seid und eure Kamera das alles, so wie ihr das wollt, festhält. Ja, auf meiner 1100D habe ich auch Magic Lantern installiert. Mit der AV-Taste kann ich das aufrufen. Magic Lantern bietet eine Fülle von Möglichkeiten, die locker ein einstündiges Video füllen würde. Deshalb auch hier nur kurz ein paar wichtige Funktionen. Ihr könnt zum Beispiel die Kamera erweitern um eine HDR-Belichtungsreihe. Das heißt, also Magic Lantern berechnet, wie viele Bilder werden gebraucht und welche Belichtungszeit wird gebraucht. Wobei Magic Lantern auch über die Belichtungszeit von 30 Sekunden hinausgeht. Canon kann ja nur 30 Sekunden ohne externe Geräte. Magic Lantern belichtet, wenn es nötig ist, auch 15 Minuten. Dann habt ihr hier zum Beispiel noch Intervallometer. Das heißt, ihr könnt selber einstellen, in welchem Abstand Bilder gemacht werden sollen und wie viele Bilder gemacht werden sollen. Das ist so eine Art Timelapse. Ihr könnt hier noch einen Timer einstellen. Da könnt ihr unabhängig vom Timer der Kamera wählen, wie lange ihr ein Bild belichten wollt. Dann habt ihr hier noch Motion Detect, das ist wie eine Art Bewegungsmelder. Die Kamera macht dann ein Foto, wenn sie Bewegung registriert. Und da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken. Magic Lantern kann ich euch nur empfehlen, auch wenn ihr vielleicht Bedenken habt, das zu installieren. Es ist ganz einfach und es ist enorm hilfreich und erweitert die Kamerafunktion ebenfalls enorm. Ja, des Weiteren gibt es hier noch die Möglichkeit, über den USB-Anschluss euer Android-Handy an die Kamera anzuschließen und mittels DSLR-Controller und anderen Apps die Kamera fernzusteuern über USB. Da gibt es auch eine App, die ist kostenlos. Da kann man einfach nur das Handy wie einen Fernauslöser benutzen. Das heißt, wenn ich am Handy auf dem Display den Button drücke, löst die Kamera sofort aus. Das ist genauso schnell wie der Original Canon-Auslöser. Das heißt, das Geld habt ihr euch auch gespart, weil das Android-Handy habt ihr ja sowieso immer dabei. Oder beziehungsweise das Handy. Ich weiß, für iOS gibt es das glaube ich auch, aber ich arbeite halt nur mit Android. Außerdem kann man Magic Lantern auch fernsteuern über USB und Android-Handy. Da gibt es auch eine entsprechende App, alles im Play Store, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Wobei ich hier sagen muss, die kostenpflichtigen Apps sind die besseren. Jo, jetzt habe ich, eins möchte ich noch kurz sagen zum Thema Fokus. Ich würde euch empfehlen,
immer den manuellen Fokus zu nehmen. Also auch nicht immer, zum Beispiel bei Porträtaufnahmen oder wenn ihr auf einer Feier seid und macht da ein paar Bilder dann, oder Sportaufnahmen, dann ist der automatische Fokus natürlich besser geeignet. Gerade bei schnellen Bewegungen, da kommt man so schnell gar nicht hinterher mit dem Fokussieren. Aber wenn ihr zum Beispiel Landschaftsaufnahmen macht oder Gebäude fotografiert, da würde ich den manuellen Fokus vorziehen, weil ihr in Verbindung mit dem Live-View und hier der zehnfachen Vergrößerung eine viel genauere Fokussierung vornehmen könnt, als die Kamera das tut. Ich habe das selber schon unzählige Male feststellen müssen, dass der manuelle Fokus viel genauer ist, viel besser ist und deshalb mein Rat, macht es manuell. Natürlich ist in Verbindung mit dem USB-Anschluss, einem Android-Tablet und der entsprechenden Software das Einstellen des Fokus noch viel einfacher, weil so ein Tablet hat natürlich ein viel größeres Display als die Kamera. Und wenn die Kamera auf einem Stativ ist und ihr mit einem Tablet alles schön einstellt, dann habt ihr auch keine Verwackelungen an der Kamera. Ich habe die Software selbst schon ausprobiert. Die Software kann den Fokus in so kleinen, feinen Schritten justieren, dass ihr wirklich hundertprozentige Schärfe erreicht. In Verbindung mit einer Blende 8 bis 11 werdet ihr sehen, dass ihr super scharfe und klare Bilder zustande bekommt, selbst mit Standardobjektiv und einer verhältnismäßig günstigen Kamera. Man muss also nicht unbedingt eine 5D haben mit einem Objektiv aus der L-Serie, um gute Bilder zu machen. Oft ist es einfach nur Einstellungssache und halt Übung, Erfahrung und so weiter. Gut, ich hoffe, ich habe in diesem Video euch das ein oder andere Nützliche erzählen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.